Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Tutorial für den Core Chronos. Heute möchte ich mich ein bisschen mit den Effekten beschäftigen, den Insert-Effekten, dem MFX und dem PFX. In einem anderen Video hatte ich ja schon einmal erklärt, wie man die Effekte aus dem Program in die Combination kopiert, damit der Sound in der Combination genau so klingt wie vorher auch. Das wollen wir heute nicht machen. Heute wollen wir komplett neue Effekte auswählen. Dafür wählen wir wieder eine Init-Kombi aus. Und hier wählen wir mal für das erste Timbre einen Sound aus, beispielsweise einen Streichersound in diesem Fall. Der Streichersound klingt jetzt alleine gespielt so. Diesem Sound werden wir jetzt einen Effekt zuweisen. Dafür gehen wir als erstes auf die Effektseite, IFX, und wählen jetzt hier vorne einen von den Slots aus. Wir haben insgesamt 12 Slots zur Verfügung, auf denen dieses Timbre verweist. Ich nehme jetzt einfach mal IFX1, obwohl wir natürlich auch alle anderen oder die anderen Ausgänge direkt nehmen könnten. Unter Insert Effekt kann ich nun den ersten Effektslot einschalten und einen Effekt auswählen. Die Reihenfolge, ob ich erst auswähle, erst anschalte oder erst zuweise, ist egal. Ich nehme einfach mal einen Reverb-Effekt und gehe dann auf die IFX-Page, um den Effekt noch einmal getrennt einzustellen. Also hier kann ich ihn komplett verarbeiten. Hört man schon. Ändern wir einfach mal die Reverb-Nachhallzeit. Jetzt nehmen wir einfach mal einen zweiten Effekt dazu, in den Slot 2, beispielsweise ein Delay, und gucken mal, was passiert. Offensichtlich passiert da gar nichts. Daher gehen wir auf Routing und wählen mal den IFX2 aus und gucken nochmal. Super sinnvoll ist das jetzt natürlich nicht, aber es funktioniert. Was machen wir, wenn wir beide Effekte haben wollen? Dann gehen wir wieder ins Routing, wählen IFX1 aus und müssen dann den zweiten in eine Reihe schalten. Das machen wir über Insert Effekt und indem wir oben reinklicken. Nun geht er erst durch den ersten und dann durch den zweiten Effekt. So, das Spielchen kann man jetzt munter weitertreiben, bis man 12 Effekte voll hat, oder man weist eben einem Timbre einen anderen Effekt oder eine andere Effektkombination und kann sie dann weiter hier unter IFX bearbeiten. Neben den Insert gibt es noch die beiden MFX und die beiden TFX Effekte, die auf die Gesamtcombination wirken, also den Gesamtsound. Dabei kann ich die MFX Effekte in unterschiedliche Reihenfolgen noch einmal hintereinander schalten und habe hier auch die beiden Return Regler, um sie im Routing-Bereich den jeweiligen einzelnen Insert-Effekten bzw. den Effektketten nochmal getrennt zuzuweisen. Also hier den Return oder IFX den Send. Und hier oben unter Chain kann ich die Durchflussrichtung ändern, also erst MFX 1 und 2 oder umgedreht 2 und 1. In den weiteren Reitern hier unten kann ich die Einzeleffekte bearbeiten, wenn ich sie denn vorher ausgewählt habe. Ich wähle hier mal zum Beispiel einen Kompressor aus, den benutze ich tatsächlich öfter, um einen Sound etwas lauter zu machen oder eben zu komprimieren. Dann zeige ich nochmal im IFX-Bereich, hier kann man die Sends also für den MFX 1 und MFX 2 zuweisen bzw. lauter und leiser machen. Um das mit dem MFX einmal zu demonstrieren, wählen wir einfach mal einen weniger sinnvollen Effekt, einen Flanger aus. Hier wird man aber deutlich hören, was da passiert oder das, was passiert. Dann noch den Return aufdrehen. Klingt wie vorher. Woran liegt das? Wir müssen den Send noch aufdrehen. Also hier den Send hochdrehen. Ich nehme mal den Delay raus, damit es ein bisschen deutlicher wird und noch ein bisschen Sinn hat. Das sind eigentlich die Grundlagen. Was wir jetzt nochmal machen können, wir schalten die beiden nochmal in Reihe und wählen ein zweites Timbre aus auf dem zweiten Kanal und schalten das auch nochmal in die Effektkette mit rein. Ich nehme jetzt einfach mal direkt das Klavier, weil es da ist und damit man es erkennt. Wo ist das Klavier? Anfängerfehler. MIDI-Kanal muss natürlich auch eingestellt werden. Jetzt ist aber der Flanger. Da
Das liegt daran, dass der Send für den zweiten EFX nicht aufgedreht gewesen ist. Was sehr cool ist, dass ich jetzt dem Piano sagen kann, komm, du gehst direkt aufs Delay, also in die Mitte der Effektkette rein. Das heißt, der Piano-Sound hat jetzt nur das Delay. Möchte ich dem Piano beispielsweise einen anderen Effekt zuweisen. Dafür schalte ich den EFX 3 ein, suche mir einen anderen Effekt. Ich nehme jetzt hier einfach mal auch ein Delay, allerdings ein deutlich längeres Delay als vorher und muss dann natürlich noch das Ganze ohne Flanger und muss dann natürlich noch in den Routing-Bereich, um den Piano-Sound jetzt auf den EFX 3 zu routen. Damit hat das Piano jetzt den Long Delay und der Streicher hat das normale Delay und den Reverb, aber keinen Flanger. Ihr seht, eigentlich ganz einfach. Bei Fragen meldet euch gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.